glaube ja, ne? Wo bin ich? Hallo? Ah, hier. Künstliche Insel angelegt, auch sehr schön, die Idee. Braucht auch einiges an Zeit, ne? Ich muss ja zugeben, von der Hofgröße her habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich, ich glaube, es wird irgendwann ganz schnucklig. Sehen wir jetzt auch unser Ferienhäuser von oben. Hier die Eislandschaft. Unser Hof wird irgendwann... Ja, wenn dann Leute hier die Häuser mieten, die können dann auf dem Hof den Friedhof besuchen. Bestimmt eine super Touristenattraktion. Auf den Feldern arbeiten für mich. Gefällt mir besonders gut. Pferde füttern, Tiere streicheln, sich von Eisbären verprügeln lassen oder ein bisschen shoppen gehen. Also man kann schon richtig viel machen. Auch tolle Sachen. Nicht. So. Also auf der Karte sieht dieser Weg so geil aus. Aber der würde nie fertig. Denn hier hat eingespielt gebaut und der ist ja dann verbannt worden. Verbannt worden. Gebannt worden. Ich spreche wieder ein bisschen lauter wegen des Zuges. Das sieht auch irgendwie cool aus. Das wäre hier irgendwie so eine... Ja, so ein Hof halt. Und, aber da geht es irgendwo hin. So. Vielleicht geht der Weg auch unterirdisch zu dem Weg. Ich weiß es nicht. Man sieht ja teilweise die Baustellen, ne? Okay. War mal genug auf der Karte. Wir haben ja immer noch die. Und die ist so. Die Höhlen, es gibt, wenn man sich überlegt, dass das meiste geplündert ist. Krass. Guck mal, da ist ein unterirdischer See oder Fluss oder sowas. Oh, hier ist eine Mine. Aber wahrscheinlich auch schon leer. Gehen wir mal davon aus. Dauert dann etwa so, was haben wir gesagt, 7, 8, 9 Minuten, ne? Es gibt auch keine Zwischenstopps oder sowas, das fährt direkt durch. Weiß man Bescheid. Kann man sich ja mal merken. So. Sind wir gleich da oder wie ist denn das? Ich komme mir so nah vor, jetzt wäre ich gleich schon da. Ist das schon das Ende? Nee. Warum ist denn da eine Tür? Hä? Da ist irgendwas angeschlossen hier. Aha. Okay, wir sind auf jeden Fall da. Huch. In the darkness. Hier gibt es leider keine Kiste mehr. Ich wollte die anderen Gleise hier lassen. Damit wir die hier haben zum Reparieren. Ich habe die ja selbst geschenkt bekommen, aber... Oh mein Gott, es ist auf einmal ruhig auf meinem Ohr. Aber ich hätte gerne... Naja, ich gehe mal kurz eins in unserer Gästenhäuser pennen schnell. Dann packe ich eh das Behutsamkeitsbuch weg. Und... Ach ja, Knochenmehl konnte man ja nicht kaufen. Und dann ist auch Feierabend für heute. Auch für mich. Auch für mich. So, hier ist noch eine Akazie gewachsen. Gästehaus 1 habe ich gemietet. So. Was ich schade finde, ist... Ja, ich wünschte, so logische Dinge sollte man auf Blöcke legen können. Wie Teppiche oder so. Das System ist ja vorhanden, man kann ja Teppiche legen, aber zum Beispiel Bücher, dass man die auch hinlegen kann. Ich meine, klar, sage ich jetzt natürlich, weil ich das aus Life in the Woods kenne, wo man ja ganze Schreibtische damit bestücken kann mit Büchern. Aber ich wünschte, das würde auch gehen hier. Zumindest die simplen oder logischen Dinge, wo man sagt, das kann man nur mal auf den Tisch legen. Das kann man nur mal auf den Tisch legen. Das würde ich mir wünschen, dass das gehen würde. So ein Buch zum Beispiel. Dass man einfach sagt, das kann man auf einen Block legen. Das kann auch nicht so kompliziert sein. Und dann eben, ne, dann könnte man hier so ein Gästebuch machen, wer welche Dings gemietet hat. Jetzt müsste ich das in einer offenen Chest machen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber, ja. So werden wir es auch lösen. Wenn wir mal gucken, ich glaube, wir werden den Shop, der ist eh zu klein. Ich würde hier gerne dann auch noch das mit dem Gästehäusern abwickeln. Der Kuchen ist noch da. Der ist quasi Verkostigung, ne? Den kann man hier probieren und dann hier kaufen.
So, da müssen wir uns noch was überlegen. Da muss die Vermietung der Häuser muss damit rein. Und hier das, der Anfangsbereich wird auch anders. So, was will ich da? Ich muss hier hin. Ich geh mal ganz kurz zu den Feldern noch. Dann wird die Folge halt doch ein bisschen länger. Aber macht nichts. So, wir konnten braune Kakaobohnen wieder mitnehmen, das weiß ich. Zuckerrohr? Habe ich Papier immer draus gemacht, sollte ich wieder mitnehmen, ne? Und Kakteen waren voll, nur Lianen nicht. Habe ich das richtig im Kopf? Habe ich das so richtig im Kopf? Ich erinnere mich nicht, aber ich glaube ja, deswegen werden wir die... Ne, Lianen haben wir auch voll gemacht, oder? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. So. Das war das. Grün brauchten wir für Glas, ne? Eventuell, aber ich lasse das jetzt mal. Und hier können wir mal schnell noch Körner eine Runde mitnehmen. Einfach nur so. Das heißt echt, man braucht echt quasi, ich brauche quasi, weil ich ja aufnehme, quasi eine Folge für Hin und Rück, ne? Kann man so, kann man das sagen, tatsächlich. So, ach ja, ich wollte ja die Lianen mitnehmen, deswegen habe ich die Schere da unten drin. Die brauchen wir an sich nicht. Bin mir nicht sicher, hatten wir Lianen oder nicht, ich nehme die jetzt mal mit. Hab keine Ahnung. So. Ach ja, ich frage mich eh... wie ich langfristig mit dem Server umgehen soll, wenn man den nicht mehr erweitern kann durch eben Minecraft-Updates und Plugins vor allem, wenn sich die nicht mehr entwickeln. Das ist auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen verwirrend einfach. Ein Teil geht, der andere Teil geht nicht. Da weißt du halt auch nicht irgendwie, wo bist du denn dran, weißt du, wo ist hier, was geht denn hier und was nicht. Das ist gerade für neue Spieler dann so ein bisschen, hä, warum geht das nicht? So, hier müsste er aber eigentlich automatisch... Warum macht er das nicht? Pflanzen schon, aber hacken nicht. Warum? Das ist ein bisschen blöd. Deswegen wollte ich eigentlich den Server immer so ein bisschen aktuell halten. Und mit den Versionen gehen. Aber es nützt mir halt nichts, wenn Spygod verfügbar ist, aber die Plugins halt nicht nachrutschen. Das ist leider... ja, relativ sinnlos. So... habe ich alle Karotten rein? Ja. Ein bisschen ärgerlich auch, muss ich zugeben. Weil ich auch persönlich so der Typ bin, der immer... wenn es irgendwas für irgendwas Updates gibt, dann will ich die auch haben. So. So. Alter, wie schnell die Kartoffeln wachsen hier. Unfassbar fucking. So, die müssen wir aber noch durchbrutzeln. Deswegen schicke ich die mal in den... schicke ich mal den ganzen Kram, den ich nicht brauche, in den Output. So. So, alles weg. Und dann müssen wir noch schnell Weizen machen. Dann habe ich die Felder noch schnell verwaltet, bevor ich gehe. So, so. Da können wir schnell ein Brot rausmachen, die Kisten packen. So. Weizenkörner wachsen auch. Halb falsch. Wupp. 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 Zwei Stück bleiben übrig. Weißt du was? Ciao. So. Bring ich noch schnell die 44 Brot weg. Dann haben wir das auch noch gemacht. Aufgefüllt. Und da sind alle Akazien gewachsen. Da freue ich mich dann nächste Folge drauf. Wenn es wieder heißt, ja, es werden noch etwa das und noch zwei weitere hinzukommen. Hoffe ich zumindest, dass dann am Ende vielleicht sogar ein größeres entsteht. Ich würde es mir wünschen. Und dann würde ich gerne den Shop eben erweitern, damit der irgendwie sich damit einfügt, dass man hier dann die Häuser mieten kann oder irgendwie sowas und noch rote Beete kaufen kann, würde ich mir wünschen. Ja, das wäre gar schön. Fleischprodukte will ich hier nicht anbieten, aber das Gemüse zumindest. So. Okay. Bleiben wir mal auch rote Beete-Suppe oder was? Irgendwas könnte man noch mit der roten Beete an Suppe machen. Dann könnte man auch noch so eine Kiste bringen und dann, weiß ich nicht, würde man auf die Schüsseln Pfand geben und die immer wieder neu herstellen. Das wäre auch eine gute Idee. Irgendwie sowas. So. Okay, jetzt sortiere ich das mal schnell um, beziehungsweise die Kartoschkas.
Schmeiß ich mal schnell in den Ofen. So, so, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, dann brutzeln die schnell durch. Dann haben wir die noch schnell fertig. Ah, jetzt geht die Folge doch 30 Minuten. Ja gut, wir sind halt gereist, ne? Da kann es mal passieren. Dann kümmere ich mich mal schnell hier drum. So, Kakaobeans. Haben wir sogar jetzt zu viel. Mal ganz kurz gucken. Das Braune hatten wir dafür benutzt. Wir hatten das Kaktusgrün oder Hellgrün genommen für Glas. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das Kaktusgrün war es, oder? War es das Kaktusgrün? Achso, wir haben das Glas ja eh hier. Doch, es müsste grüne Glasscheibe gewesen sein. Die machen wir aus Kaktusgrün, ne? Grün, Kaktusgrün, genau. Okay, da muss ich mir keine Sorgen machen. Da haben wir ja dann quasi Nachschub sicher. So. Ich glaube, deswegen hatte ich das auch absichtlich gemacht, oder? Ich habe absichtlich... So, die Lianen sind doch voll. Und hier hatte ich, glaube ich, auch alles gemacht, ne? An diesen komischen bemoosten Steinen. Wo sind denn nochmal hier? Da 64 davon. Gibt's die bemoost? Ne, die musste man hier draus bemoost machen, ne? Jetzt habe ich die Lianen, ja, dann schmeiß ich weg. Und die Kakaobohnen kann ich auch weg, ne? Ja, die können auch weg. So, ich war mir nicht mehr sicher, ob wir die... Aber wir hatten die, glaube ich, mit so einem Dingen fertig gemacht. Fertig. So, den einen Rot-Bitte-Seed gönne ich mir. Zuckerrohr. Zucker an sich hatten wir. Hier, ne? Ne, hier. Genau, war voll. Ich hatte da immer Papier draus gemacht. So. 12 Blätter, warum nicht? Und dann packe ich mal... Ja, ich pack's in die Output-Kiste. Obwohl, scheiß drauf. Ewige Aufkleberei hier. Wächst ja nach. So. Dann das Behutsamkeitsbuch. Packe ich natürlich hier rein. Wo ist denn unsere Effizienz? Spitzhacke aus Wolle. Behutsamkeit. Spitzhacke aus Wolle ist auch schön. Abbau Level 3. Hat die Behutsamkeit drauf. Ist voll repaired. Ich habe ja schon mal an eine Schaufel gedacht. Aber braucht man jetzt auch nicht so, oder? Ich weiß es nicht. Was soll man denn mal noch mit Behutsamkeit auskleiden? Schreib's gerne mal in die Kommentare. So, dann wollte ich Kürbiskerne machen. Und ich muss ja leider... Das hätte ich eigentlich jetzt mal machen können, aber ich muss ganz kurz erklären, warum das Liken meiner Videos, zumindest der Videos, die du schaust, jetzt leider wichtig ist. Und ich fordere so ungern dafür auf, aber... Naja, ich glaube, es geht nicht anders. Hatte ich jetzt Tinte irgendwie voll, oder was? Dann mache ich halt schnell mal... irgendwie... einen Wollblock schwarz. So. So. Die Gleise, ja, die packe ich schon wieder zurück. Nee, weißt du was? Ich packe die nicht zurück, sondern ich stelle eine Repair-Gleis-Geschichte auf. So, weil wir müssen eh nochmal davor. So. Das mache ich auch schnell. Weil die Folge mittlerweile so lange geht, dass ich schon wieder geschnitten haben werde. Oh, ich glaube, der Server... Ah, okay, ich dachte, er verabschiedet sich ganz. Ich könnte jetzt auch noch schnell die Akazien fällen und dann schneiden. Und das tue ich nicht, um euch zu ärgern, weil das ist natürlich doof. Du hast eine Folge wirklich dann nur Zuggefahre. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Zuggefahre am Ende. Und ich schneide, oder am Anfang der zweiten Folge. Hat aber einfach damit zu tun, dass ich halt, wenn ich so viele Videos wie jetzt aktuell bringe... ist das einfach mal so, naja, da ist es besser um jede Folge, die ich produziere. Auch wenn ich jetzt im Moment tatsächlich auch anpeile, eine Woche im Vorrat zu sein. Aber ich habe es halt gemerkt, ich hatte ja vor einigen Folgen, ist schon lange her, hatte ich ja erzählt, wie geht denn das nochmal? Hat das jetzt funktioniert? Ich habe das so lange nicht mehr benutzt. Genau. Hatte ich erzählt, ne, bin ich krank geworden und hab sogar nur einen Tag nicht produziert. Und am zweiten Tag versucht, Watch Dogs zu produzieren, aber auch weniger Folgen und sowas. Und dann gab es noch andere Tage, wo ich nur 3 Folgen produziert habe. Ich merke die Auswirkungen halt sofort. Der Vorrat schrumpft dann ziemlich schneller, als ich produziere, tatsächlich. Und deswegen, ja, wenn man 4 Videos pro Tag bringen möchte, oder momentan auch, weil es so viel gibt, was man spielt, dann, habe ich da leider auch keine Wahl und muss da ein bisschen drauf gucken.
Zumal ich das Problem habe, dass ich ja hauptberuflich was anderes noch mache. Und da, naja, da brauchst du halt auch mal deine Auszeit zwischendurch. Und dann nimmst du halt auch mal weniger Folgen auf, weil einfach, da kannst du halt mal nicht 4 Folgen aufnehmen, weil sonst wird es zu spät, du bist zu müde und dann macht es auch keinen Sinn. Weil man merkt das bei mir schon, wenn ich Folgen aufnehme, wo ich fit bin und Folgen, wo ich einfach müde bin, wo ich dann, dann macht es auch keinen Sinn. Dann doch lieber mal einen Tag weniger produzieren können oder eine Folge weniger produzieren können in meinem Fall, anstatt sich da irgendwie, ne, unnötig und so. Das macht dann, ist dann nicht so unterhaltsam, letztendlich auch das Produkt, das ich auf den Markt bringe. Ich nenne es mal so, also das Video, was ich raushaue, ist dann auch nicht so, wie ich das gerne möchte, nicht so unterhaltsam. Deswegen, es ist auch so, letztens haben wir die Situation, da stand in den Kommentaren, schön, dass ich jetzt erst erfahre, dass die Felder abgesichert sind, ich bin letztens rübergeflogen und abgestürzt. Ist da natürlich eine Konsequenz, die da leider etwas sehr blöd ist, dass man sowas sehr spät erst erfährt. Und vor allem, jetzt wo die Felder nicht mehr gelockt sind, erfährt man auch sehr spät. Aber ist halt jetzt einfach mal so. So, ich kann das, es hat einfach produktionsbedingt damit zu tun. Das muss man auch ein bisschen verstehen können. Dafür kann ich eben halten, wie ich den Sendeplan momentan habe. Mit doch tollen Videos, auch wenn ich leider, leider immer wieder vor dem großen Desaster stehe. Leider verwechseln die Leute das hier mit einem reinen Minecraft-Kanal. Und das ist so bitter traurig, weil ich werde irgendwann ja Minecraft aufhören. Und jetzt, wo das immer mehr schwieriger wird, wenn ich mir Watch Dogs angucke, tolles Game, Mafia, kann man noch nachvollziehen. Es gucken einfach so wenig. Und jetzt, wo bei YouTube sich einiges geändert hat und ich einfach darauf achten muss, dass meine Views und meine Daumen nach oben stimmen, ist einfach so. Da muss ich jetzt drauf gucken. Es ist so. Und das mache ich normalerweise ungern. Ich habe noch nie zu Daumen nach oben aufgefordert, weil es ist nicht meine Art. Das machen die Leute freiwillig bei mir, weil sie es einfach mögen. Weißt du? Weil sie es mögen, sollen sie den Daumen nach oben geben und nicht, damit ich bei YouTube noch wahrgenommen wäre und nicht Abonnenten minus mache, anstatt Abonnenten gewinne. Wobei ich ja eh nicht auf die Abonnenten gucke, aber ist halt scheiße. Das YouTube-System funktioniert ja halt anders und da muss man irgendwann nachgeben. Und dann muss ich halt gucken, scheiße. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Hey, das ist mein Zeppling. Muss ich halt gucken. Wenn ich dann halt, wenn ich danach gehen würde, müsste ich sogar nur noch Minecraft bringen. Und das ist echt bitter. Das ist echt bitter und das möchte ich nicht. Dann muss ich halt mit einem Totalabsturz meines Kanals leben, sage ich mal, und Minecraft raushauen. Und dann dafür vielleicht dann irgendwann mehr Leute ansprechen, die eben was anderes gucken. Das ist so, ne, 2017, neues Jahr, man macht sich da ernsthafte Gedanken drüber. Weil sich auch YouTube einfach verändert. Und wenn man jetzt wirklich darauf geht, dass man jetzt systemrelevant schon Likes bekommen muss, dann wird es schwierig. Weil dann ist es natürlich so, meine Minecraft-Videos kriegen sau viele Likes im Verhältnis zu den anderen Videos. Das heißt, YouTube denkt sich, aha, das läuft bei dem. Ja, dann gucken wir doch mal, dass die Zielgruppe auf ihn aufmerksam wird. Und dann habe ich noch mehr Minecraft-Zuschauer. Und irgendwann ist Minecraft so oder so zu Ende, ne? Wenn ich es jetzt nicht situationsbedingt abbreche, dann ist Minecraft irgendwann zu Ende. Und das ist dann so bitter. Und umso länger ich damit warte, müssen wir mal ganz, also wer das versteht, was ich jetzt damit meine, umso länger ich damit sogar warte, umso schlimmer wird es am Ende. Das ist das Problem. Und außerdem ist es echt deprimierend, wenn du einen YouTube-Kanal machst und die Leute gucken nur Minecraft. Ich habe mir mit Life in the Woods natürlich keinen Gefallen damit getan, das weiß ich selber. Weil das eben auch Minecraft ist irgendwo und damit tue ich mir natürlich keinen Gefallen. Aber ich wollte was mit der Ramona zusammen machen und an sich ist das auch so sehr unterhaltsam. Aber ich weiß nicht. Hätte ich mal lieber mit der The Forest gemacht oder so. Weißt du, wie ich meine? Da ist echt ein Problem. Also auch wenn ich meinen Posteingang gucke, es geht sehr oft nur Minecraft. Und man merkt es auch manchmal, wie die Leute einem anschreiben. Da heißt es immer weniger, ich mag deine Videos, sondern vielmehr, ich mag deine Minecraft-Videos. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich für meinen Kanal. Das muss ich einfach sagen. Und das hier ist ein Let's Play-Kanal. Ich habe schon mal betont, das Thema habe ich gerade in den letzten Monaten sehr oft angesprochen. Sehr, sehr, sehr oft. Weil es einen wirklich bedrückt. Und, genau, ich habe ja schon in der Folge, die Silvester kam, auch angesprochen, auch in Minecraft wird sich einiges tun. Ich muss mir da einfach langsam Gedanken drüber machen, wie das hier weitergeht.
mit Minecraft, um eben kein Minecraft-Kanal zu werden. Ich weiß, die meisten, ja, guckt ihr mal die anderen YouTuber an, ich glaube sowas wie Logo oder sowas. Ja, nehmen wir mal als Beispiel, die machen natürlich nur Minecraft, weil sie eben wissen, dass das so gut funktioniert. So, wenn die jetzt mal keinen Bock auf Minecraft haben, die spielen es ja eh nur noch, eben weil das funktioniert. Da gibt es viele Klicks, viel Geld, bla bla bla, mehr steckt da nicht hinter. Die machen, glaube ich, Minecraft-Videos nicht aus Spaß. Und ich will halt nicht zu einem Kanal werden, der nur noch von 3 Minecraft-Projekten lebt. Auf gar keinen Fall, sondern von Let's Plays. Und ich muss aus diesem Teufelskreislauf raus. Wenn ich das allerdings tue, muss mir bewusst sein, oder ist einfach bewusst, auch die, die jetzt sagen, ja, ich werde immer Videos von dir schauen. Nein. Es ist einfach so, nein. Auf Dauer nicht. Gerade ich, auch viele Stammleute werden dann gehen. Das ist einfach so. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Nun denn. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und Aufnahme Minecraft. Wie ironisch, das ist sozusagen. Aber es ist nun mal so. Und dann würde ich sagen, bauen wir Häuschen weiter. Geil. Ich freue mich. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.